Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Richtlinie 1.4 unterscheidbar der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Das Video ist Teil der Reihe im Remix Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. WCAG gliedert sich in vier Prinzipien. Prinzip Nummer 1 ist betitelt mit wahrnehmbar und lautet: Informationen und Bestandteile der Benutzerschnittstelle müssen den Benutzern so präsentiert werden, dass diese sie wahrnehmen können. Ich zitiere aus der Übersetzung von Aktion Mensch. Und die Richtlinie 1.4 heißt unterscheidbar und lautet: Machen Sie es Benutzern leichter, Inhalt zu sehen und zu hören, einschließlich der Trennung von Vorder- und Hintergrund. Es geht hier sowohl um visuelle Inhalte als auch um auditiv übertragene Inhalte. Und bei beiden gibt es Vorder- und Hintergrund und diese müssen gut voneinander getrennt sein, weil sonst die Wahrnehmung des Vordergrunds eventuell beeinträchtigt wird. Diese Richtlinie richtet sich vor allem an Benutzer mit Sehbehinderung, mit Hörbehinderung oder auch Benutzer, die ein Gerät in einer sehr hellen Umgebung benutzen, zum Beispiel durch Sonneneinstrahlung oder in einer sehr lauten Umgebung, in der es Umgebungsgeräusche gibt. Aber auch Benutzer in besonderen Situationen wie Benutzung von mobilen Geräten profitieren davon, wenn man wenig Platz auf dem Bildschirm hat. Oder auch, wenn man einmal eine Schwarz-Weiß-Darstellung verwendet, zum Beispiel bei einem Ausdruck auf Papier oder bei einem monochromen E-Book-Reader. Es gibt unter dieser Richtlinie 1.4 13 Erfolgskriterien. Ich behandle hier diejenigen mit dem Level A oder AA. Erfolgskriterium 1.4.1 heißt Benutzung von Farbe und lautet: Farbe wird nicht als einziges visuelles Mittel benutzt, um Informationen zu vermitteln, eine Handlung zu kennzeichnen, eine Reaktion zu veranlassen oder ein visuelles Element zu unterscheiden. Das heißt, man soll als Designer Farbe einsetzen, darf das auch, aber man soll dafür sorgen, dass, wenn Farbe einen Informationsgehalt hat, dass dieser Informationsgehalt auch auf andere Weise noch übermittelt wird. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel hier einen Projektplan habe, in der bestimmte Aufgaben dargestellt sind, die gemacht werden müssen, und bestimmte Gruppen, die diese Aufgaben machen müssen, und dann ist ein grünes Kästchen heißt, es ist gemacht, ein rotes heißt, es muss noch angefangen werden und gelb heißt, es wird gerade bearbeitet. Und dann sollte ich eben zusätzlich zu der Farbkodierung noch in irgendeiner Weise auch mitteilen, was das bedeutet, sodass jemand, der die Farbe nicht wahrnehmen kann, eben auch die Information auslesen kann. Und in diesem Fall wurde es durch das Alt-Attribut gemacht, sodass wenn man oder auch mit dem Title-Attribut, sodass, wenn man mit der Maus darüber fährt, man die Bedeutung angezeigt bekommt. Man könnte den Text auch daneben schreiben oder in das Rechteck reinschreiben, das wäre sogar noch besser. Ein anderes Beispiel: Wenn man Formulare hat und man Formularelemente kennzeichnen möchte, die erforderlich sind. Es gibt ja da im HTML 5 dieses Attribut required, aber das ist für den Benutzer zunächst nicht sichtbar. Erst wenn er einen Fehler macht, dann wird er darauf hingewiesen und wir sollten den Benutzer eben im Voraus darauf hinweisen, welche Felder erforderlich sind. Und dann kann man das dadurch machen, dass man eine Farbe zuweist, diesen Labels, in dem Fall rot, das wird hier durch CSS gemacht und einer Klasse. Aber zusätzlich sollte das auch
als Textform in irgendeiner Weise stehen. Hier steht noch Nachname in Klammer erforderlich. Man könnte das aber auch durch einen Stern kennzeichnen. Das ist inzwischen auch so üblich und wird auch akzeptiert. Das nächste Erfolgskriterium 1.4.2 heißt Audio-Steuerelement und lautet, wenn Audioinhalt auf einer Webseite automatisch für mehr als 3 Sekunden abgespielt wird, dann gibt es entweder einen Mechanismus, um die Wiedergabe zu pausieren oder zu beenden, oder es gibt einen Mechanismus, um die Lautstärke unabhängig von der allgemeinen Systemlautstärke zu regeln. Also, wenn automatisch Musik oder irgendwelche Geräusche oder Sprache abgespielt wird nach dem Laden einer Webseite, dann tritt es in Kraft. Wenn der Benutzer erst einen Button drücken muss, um die Musik zu starten, dann ist es automatisch schon erfüllt, dann brauchen wir das nicht weiter beachten. Aber wenn es eben automatisch startet, sind 3 Sekunden schon zu lange. Das heißt, wenn es vor 3 Sekunden oder mit 3 Sekunden abbricht, ist es okay. Aber mehr als 3 Sekunden, dann braucht der Benutzer eine Möglichkeit zu pausieren, zu beenden oder auch die Lautstärke zu regeln. Und das ist vor allem deswegen wichtig mit dieser Lautstärkeregelung, unabhängig von der allgemeinen Systemlautstärke, weil eben ein Screenreader-Benutzer, also ein blinder Benutzer, der sich die Webseite vorlesen lässt, dann beides übereinander hört, sowohl die Musik, die von der Seite kommt, als auch die Angaben des Screenreaders. Und er kann dann die Seite praktisch nicht mehr bedienen, wenn sich das zu stark überlagert. Ich würde generell empfehlen, dass man keine Musik oder Geräusche automatisch abspielt, sondern dass das immer erst auf Anforderung des Benutzers geschieht. Und dann ist man sowieso auf der sicheren Seite. Das Erfolgskriterium 1.4.3 heißt Kontrastminimum. Das heißt deswegen Minimum, weil es gibt auch ein anderes Erfolgskriterium, das hat aber dann dreifach A-Level. Das verlangt noch einen stärkeren Kontrast. Es heißt hier, die visuelle Darstellung von Text und Bildern von Text. Also es geht darum, dass man Texte normal darstellt oder als Images darstellt. Und zwar dafür muss gelten, hat ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5 zu 1. Das Kontrastverhältnis wird genau geregelt in WCAG, wie das berechnet wird. Es geht hier um den Helligkeitskontrast. Also streng genommen, wenn Sie das ausdrucken auf Schwarz-Weiß, wie viel Unterschied würden Sie noch sehen in der Helligkeit? Und dieser Algorithmus folgt einem Prinzip, dass man von weiß auf schwarz einen Unterschied Helligkeitsfaktor von 21 hat, also einen Unterschied von 21 zu 1. Das heißt, man verlangt jetzt 4,5 zu 1 als Mindestmaß und das ist jetzt egal, ob der Vordergrund heller oder der Hintergrund heller ist, es muss einfach, eines davon muss mindestens die 4,5-fache Helligkeit haben als das andere. Und es gibt jetzt aber folgende Ausnahmen bei großem Text. Also, und das sind Texte über 18 Punkt Größe oder auch Texte mit 14 Punkt, die fett sind. Da muss nur ein Kontrastverhältnis von 3 zu 1 gelten. Oder wenn Texte oder Bilder eines Texts nebensächlich sind, das heißt, dass sie inaktiv sind, also ausgegraut, oder rein dekorativ oder für gar niemand sichtbar sind oder Teil eines Bildes sind, welches signifikanten anderen visuellen Inhalt wiedergibt. Also wenn das nur nebensächlich ist in diesem Bild, dann gibt es keine Kontrastanforderungen. Und auch bei Wortbildmarken, also bei Logos oder anderen geschützten Zeichen, gibt es auch keine Kontrastanforderungen. Hier ein Beispiel vom Trace Center. Wir sehen das hier in Schwarz-Weiß, weil hier eben das Kontrastverhältnis dann letztendlich auf Grauwerte basiert. Wenn wir hier die Spalten anschauen, dann haben wir einmal ein Verhältnis von 3 zu 1. Der Vordergrund ist
dreimal so hell wie der Hintergrund. Und wir haben hier drei verschiedene Textarten. Einmal in 9-Punkt-Darstellung, dann in 14-Punkt-Fett und dann in 18-Punkt. Und wir sehen jetzt, wenn wir einen normalen Text nehmen mit 9-Punkt, also ein kleinerer Text, und dann im Verhältnis 5:1, dann ist das so ungefähr die Grenze hier, wo man sagen kann, man kann es lesen. Auch jemand Älteres kann das noch lesen, der nicht mehr so gut sehen kann. Und wenn wir größeren oder fetten Text haben, dann reicht auch 3:1. Also die eigentliche Grenze, die von WCAG vorgeschrieben ist, liegt hier dazwischen bei 4,5:1. Aber ich habe das jetzt hier an dem Beispiel gezeigt mit 5:1, weil das jetzt darüber liegt und damit ist es okay. In der schärferen, im schärferen Erfolgskriterium wird 7:1 verlangt. Das wäre dann diese Darstellung hier. Aber für Doppel-A genügt eben das 4,5:1 oder 3:1 für große Schrift. Das Erfolgskriterium 1.4.4 heißt Textgröße ändern und lautet, mit Ausnahme von Untertiteln und Bildern eines Textes kann Text ohne assistierende Technik um bis zu 200% geändert werden, ohne dass dabei Inhalt oder Funktionalität verloren geht. Also Untertitel und Bilder werden ausgenommen. Trotzdem ist dort auch empfehlenswert, sich daran zu halten. Zum Beispiel, dass man Untertitel eben auch in der Größe verändern kann. Aber es geht jetzt hier um den reinen Text einer Webseite und es wird hier verlangt, dass man bis zu 200% vergrößern kann. Das heißt, wenn das jemand macht, dann sieht er auf einmal nur noch ein Viertel des Bildschirminhalts. Und es ist jetzt eben wichtig, dass das möglich ist. Und zwar sollte es möglich sein, entweder nur den Text zu vergrößern, ohne die Bilder zu vergrößern. Viele Browser erlauben das. Oder eben das Gesamte zu vergrößern, so ein Zooming zu machen. Und beides wird gebraucht von zum Teil von Menschen mit Behinderungen in unterschiedlicher Weise. Deswegen sollte man auf beides achten. Und dass sich da eben keine Texte abschneiden oder Texte verloren gehen oder überlagern. Hier ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Wenn man eben die Layout, ja diese Panels, wenn man die eben so definiert, dass sie auf absoluten Werten beruhen und nicht auf relativen Werten, relativ zur Textgröße, dann kann es passieren, dass die sich gegenseitig überlagern. Wie hier, hier geht es zur Online-Werbung, dieses Panel, das überlagert jetzt dieses Panel, das da in der Mitte steht. Es gibt da Hinweise vom W3C, welche CSS-Methoden man verwenden sollte, wenn man Größen definiert. Dann gibt es eben verschiedene relative Maßeinheiten, die man hier verwenden sollte. Entweder EM, das ist die Länge eines Gedankenstrichs in der Schrift, oder Prozentangaben sind auch okay, oder benannte Fontgrößen, oder dann auch die EM-Einheit selber für die Fonts, und am Anfang war das die EM-Einheit für die Container. Wenn man diese relativen Einheiten benutzt, dann sollte das funktionieren. Man kann natürlich auch einen Schritt weiter gehen, das wird nicht verlangt von WCAG, aber ist trotzdem hilfreich und auf der Webseite durch Steuerelemente dem Benutzer ermöglichen, die Textgröße selbst zu regulieren. Das hat eben den Vorteil, dass man erstens, dass der Benutzer es auf jeden Fall findet. Viele Benutzer wissen gar nicht, wie man mit einem Browser die Textgröße verändert. Und zweitens, man kann eben auch noch weitere Funktionen dazu nehmen, nicht nur die Textgröße verändern, sondern zum Beispiel auch den Font, der benutzt wird, oder den Abstand zwischen den Zeilen oder auch den Kontrast verstellen, verschiedene Kontrastschemata anbieten. Das hier ist ein Beispiel von dem Inclusive Design Research Center, wie man das machen kann. Diesen Code gibt es auch als Open Source. Und
kann man als Webdesigner einbauen. Das Erfolgskriterium 1.4.5 heißt Bilder eines Textes. Und jetzt geht es eben darum, wenn man einen Text nicht in Textform darstellt, sondern als Image irgendwo aus irgendeinen Gründen, vielleicht aus dem Grund, weil man eine ganz bestimmte Form, einen ganz bestimmten Schriftzug haben möchte, der so nicht verfügbar ist im Web. Wobei mittlerweile ist sehr viel möglich durch Webfonts und CSS. Aber wenn man so etwas machen möchte, dann muss man bestimmte Dinge beachten. Das heißt hier, wenn die benutzten Techniken die visuelle Präsentation bewirken können, also wenn das unterstützt wird, dass man das kann, dann wird Text statt Bilder eines Textes dazu benutzt, Informationen zu vermitteln. Also besser reinen Text verwenden und CSS zum Styling, als Bilder reinzuhaben. Weil nämlich Bilder zwei Nachteile haben. Erstens, wenn man sie größer macht, dann werden sie pixelig und schwerer zu lesen. Und zweitens, man kann bei Bildern nicht beliebig den Vordergrund und Hintergrund verändern, wie man das eben durch CSS bei Texten kann. Und jetzt gibt es Ausnahmen, wo es eben erlaubt ist, dass ein Bild verwendet wird statt ein Text. Die erste Ausnahme heißt anpassbar. Das Bild eines Textes kann visuell an die Anforderungen des Benutzers angepasst werden. Das heißt, man ermöglicht jetzt durch Steuerelemente oder sonst wie das anzupassen, dass man zum Beispiel auch vorderen Hintergrund verändern kann. Bei SVG geht es übrigens auch über CSS. Die zweite Ausnahme ist unentbehrlich. Eine bestimmte Präsentation von Text ist für die vermittelten Informationen unentbehrlich. Das heißt, es geht nicht anders. Zum Beispiel ein Logo ist unentbehrlich. Also generell Wort-Bildmarken. Als Beispiel hier, wie man es nicht machen sollte, bei Vista Print, wie es einmal war vor einigen Jahren. Hier dieser Slogan, hinterlassen Sie bleibenden Eindruck. Das ist auch gleichzeitig ein Link. Das sieht man an der Mausform hier. Und das hat einen Rahmen hier, ist also fokussierbar als Ganzes. Es wurde als Image kodiert. Mittlerweile kann man das sehr schön auch mit CSS diesen Effekt erzeugen und man sollte das dann als CSS, als Text machen. Und es ist auch nicht so, dass es ein Logo wäre. Also gilt keine Ausnahme hier. Jetzt kommen wir zu den Erfolgskriterien, die neu in WCAG 2.1 hinzugekommen sind. 1.4.10 heißt Umformatieren. Und das ist jetzt eine Verschärfung des Erfolgskriteriums, das wir vorher hatten, wo es um die 200% Vergrößerung ging ohne Überlappung und Verlust. Hier heißt es, Inhalt kann ohne Informationsverlust oder Verlust der Funktionalität und ohne dass in zwei Richtungen gescrollt werden muss, präsentiert werden. Für einmal vertikal scrollender Inhalt mit einer Breite von 320 CSS-Pixeln, horizontal scrollender Inhalt mit einer Höhe von 256 CSS-Pixeln. Also man geht jetzt davon aus, dass man bei einer X-Auflösung von 1280 CSS-Pixeln und bei einer Y-Auflösung von 1024 Pixeln, wenn man hier jeweils 400% vergrößert, dann landen wir bei 320 und 256 CSS-Pixeln. Also das hat man relativ schnell, wenn man richtig groß macht auf einem normalen Bildschirm. Dann wird verlangt, dass nicht gleichzeitig in zwei Richtungen gescrollt werden muss. Das heißt, man muss das betrachten können und dann entweder nur vertikal oder nur horizontal scrollen in beide Richtungen. Das ist sehr umständlich und das soll hier vermieden werden. Und es werden eben Leute unterstützt, die eine Vergrößerung, eine starke Vergrößerung brauchen. Aber eben auch Leute, die ein kleines Gerät haben und das kommt denen auch zugute. Also auch hier, responsive Design ist gut und wenn es gut gemacht ist, dann sollte es auch möglich sein, dass man nicht gleichzeitig vertikal und horizontal scrollen muss. Es gibt eine Ausnahme und zwar Teile, die ein zweidimensionales Layout für die Nutzung oder Bedeutung benötigen. Also
Im Prinzip Tabellen sind hier davon ausgenommen. Hier ein Beispiel, wenn man es nicht machen sollte. Hier in dieser Seite gibt es ein Menü, ein sogenanntes Mega-Menü, das aufklappt, wenn ich auf einen Menüpunkt klicke, hier in dem Fall der Menüpunkt Bürgerservice. Und ich bin hier auf dem Untermenüpunkt Rathaus mit der Maus und es klappt auch rechts davon noch ein weiteres Untermenü auf, aber das ist nicht mehr sichtbar. Ich müsste jetzt horizontal scrollen und gleichzeitig auch vertikal scrollen, um das lesen zu können, was jetzt dieses Untermenü von Rathaus ist. Das Erfolgskriterium 1.4.11 heißt Umformatieren und lautet nach meiner Übersetzung: Für die visuelle Präsentation der folgenden Elemente muss ein Mindestkontrast von 3 zu 1 zu benachbarten Farben gelten. Also jetzt wird ein Kontrast von 3 zu 1 verlangt für nicht-textliche Inhalte. Für Text war das schon vorher vorgegeben, aber jetzt geht es um Nicht-Text-Inhalte und da wird eben nur 3 zu 1 verlangt. Bei Text hat man ja 4,5 zu 1 verlangt, bei kleinem Text aber. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und zwar gilt das jetzt für Komponenten, visuelle Informationen, die zur Identifikation von Komponenten der Benutzerschnittstelle und deren Zustand benötigt werden. Also zum Beispiel Rahmen von Eingabefeldern oder irgendwelchen Spin-Buttons, sodass ich erkenne, dass es sich hier um einen Rahmen oder um einen Spin-Button handelt und dass ich das dann eben auch bedienen kann, also auch den Knopf drücken kann, der den Spin-Button markiert. Außer, und es gibt noch eine Ausnahme, bei inaktiven Komponenten, also wenn was ausgegraut ist, weil man es nicht benutzen kann und wo das Aussehen der Komponente vom Benutzeragenten bestimmt wird und nicht durch den Autor verändert wurde. Also wenn der Autor die Default-Einstellungen verwendet, kein CSS verändert, dann ist er fein raus, dann ist es ja die Verantwortung des Browsers, wie das gerendert wird. Und das gilt übrigens auch für den Fokus, für den Tastaturfokus, der ja vom Browser automatisch gerendert wird als Drahtrahmen. Der Autor kann sagen, ich überlasse es dem Browser und dann ist die Sache des Browsers, diesen Mindestkontrast herzustellen. Ich finde es aber besser, wenn der Autor wirklich auch den Fokus nochmal verstärkt und selber dafür sorgt, dass es ein guten Kontrast hat und da sollte man möglichst auch einen höheren Wert verwenden, 4,5 zu 1 oder mehr. Und das kann man ja über CSS, über das Property Outline regeln. Und für das andere Element, für das das gilt, das sind grafische Objekte, Teile einer Grafik, die nötig sind, um den Inhalt zu verstehen. Also zum Beispiel eine Kuchengrafik oder ein Balkendiagramm. Und insbesondere die Begrenzungen zwischen Flächen, die nötig sind, um Inhalte auszulesen. Hier ist es wichtig, dass ein Kontrast von mindestens 3 zu 1 besteht oder auch feine Linien, wenn das irgendwie ein Verlaufsdiagramm ist. Es gibt auch hier eine Ausnahme, wenn eine bestimmte Präsentation der Grafik wesentlich für die übermittelte Information ist. Also wenn es unbedingt diese eine Farbe sein muss. Dann ist das eine Ausnahme. Hier ein Beispiel, wie das früher, nee, heute auch noch ist bei Twitter. Da ist der Kontrast zwischen diesem Hintergrund des Eingabefelds und der Umgebung, also zwischen hellem Weiß und hellem Blau, ist zu gering. Ich habe das nachgemessen, der Kontrast ist nur 1,3 zu 1 und das ist dann eindeutig zu wenig. Jemand, der schlecht sieht, würde jetzt hier das eventuell nicht mehr als Eingabefeld erkennen. Und es gibt auch kein Label, das das Eingabefeld klar kennzeichnen würde. Immerhin kann man am Mauszeiger noch erkennen, wenn man drüber fährt, dass man hier Text eingeben kann. Ich habe den Color Contrast Analyzer der PassYellow Group verwendet hier und habe das damit gemessen. Und
einen Kontrast von 1,3 zu 1 herausbekommen, was zu wenig ist, weil ja 3 zu 1 mindestens gefordert ist. Das Erfolgskriterium 1.4.12 heißt Textabstand und ich habe das folgendermaßen übersetzt: Bei Inhalten, die Markup-Sprachen verwenden, welche die folgenden Textformatierungseigenschaften unterstützen, gibt es keinen Verlust von Inhalt oder Funktionalität, wenn man die folgenden Textformatierungseigenschaften festlegt, ohne andere Formatierungen zu ändern. Also es geht um die Möglichkeit, Texte und die Darstellung von Texten durch den Benutzer verändern zu lassen. Der Autor muss das nicht so darstellen, aber es muss möglich sein, über den Browser oder auf sonstige Art, dass der Benutzer sich das so einstellt, dass erstens die Zeilenhöhe mindestens 1,5 ist, der Abstand zwischen den Absätzen mindestens das Zweifache der Textgröße, der Abstand zwischen Zeichen mindestens das 0,12-fache und der Abstand zwischen den Wörtern mindestens das 0,16-fache der Textgröße. Manche Benutzer, insbesondere solche mit kognitiven Behinderungen, müssen den Text entzerren und breiter darstellen mit mehr Weißfläche, damit sie das lesen können. Und deswegen muss das möglich sein. Das muss man einfach ausprobieren, ob das funktioniert. Und auch hier gilt, wenn man relative Größeneinheiten verwendet, dann sollte das gehen. Und es gibt hier zum Ausprobieren ein Bookmarklet, das heißt Textabstände. Ich habe Ihnen hier die Quelle angegeben. Wenn Sie das aufrufen für eine andere Seite, hier in dem Fall habe ich es aufgerufen für die Seite der Hochschule der Medien in Stuttgart, dann wird der Text jetzt eben breiter dargestellt und die Zeilenabstände sind größer und so weiter. Und man sieht hier, es wird hier nichts überschrieben, es ist alles lesbar und dann ist es auch okay so. Das letzte Erfolgskriterium unter der Richtlinie 1.4 heißt 1.4.13 Inhalt bei Mouse Over oder Focus. Und ich gehe das jetzt in meiner Übersetzung Schritt für Schritt durch. Wenn Inhalt durch Mouse Over oder Tastaturfokus sichtbar und dann wieder verborgen wird. Also Mouse Over ist, wenn ich mit der Maus drauf bleibe. Oder alternativ, ich sollte ja auch immer alles über die Tastatur bedienbar machen, dann ist die entsprechende Bedienung durch die Tastatur, wenn ich mit dem Fokus drauf bin. Und jetzt stellen Sie sich vor, ein Menü poppt auf, ein großes Menü. Dann muss Folgendes gelten. Das, was aufgepoppt ist, also das Menü, muss wieder entfernbar sein, nämlich falls der Benutzer das aus Versehen ausgelöst hat. Es gibt einen Mechanismus, der den zusätzlichen Inhalt, also das aufgepoppte Menü, entfernt, ohne den Mauszeiger oder Tastaturfokus zu bewegen. Weil man kann es nicht verlangen, dass der Benutzer den Zeiger bewegt oder den Tastaturfokus bewegt, weil sonst landet er eventuell wo ganz anders bei einer großen Vergrößerung oder auch bei der Tastaturbedienung. Also zum Beispiel, wenn man dann Escape drückt, dann geht es wieder weg. Und es gibt die Ausnahme, außer der zusätzliche Inhalt übermittelt einen Eingabefehler, also es wird dem Benutzer angezeigt, dass er einen Fehler gemacht hat, oder er verdeckt und ersetzt keinen anderen Inhalt. Also wenn das dann nichts verdecken kann oder ersetzen kann, dann ist es trotzdem okay, auch wenn man es nicht wieder entfernen kann. Zweitens muss auch gelten, es muss stabil sein bei Mouse Over. Es geht jetzt darum, dass stellen Sie sich vor, ein Benutzer hat eine starke Vergrößerung eingestellt und jetzt poppt da so ein Mega-Menü auf, das die halbe Bildschirmbreite einnimmt. Und wenn der Bildschirm jetzt entsprechend vergrößert wird, der Inhalt vergrößert wird, dann ist der komplette Bildschirm voll mit diesem Mega-Menü. Und jetzt möchte man eben da entsprechend etwas auslösen in dem Mega-Menü, dann darf das nicht weggehen, wenn ich den Mauszeiger jetzt auf diese Stelle bewege. Also wenn Mouse Over den zusätzlichen Inhalt erscheinen lässt, dann kann der Mauszeiger über den zusätzlichen Inhalt bewegt werden, ohne dass er wieder verschwindet. Das ist eigentlich logisch.
Und das dritte ist persistent, das muss auch gelten. Das ist wichtig für Benutzer, die jetzt mehr Zeit brauchen. Der zusätzliche Inhalt bleibt sichtbar, bis Mouse-Over oder der Tastaturfokus entfernt wird. Also, solange die Maus drüber ist oder der Tastaturfokus auf diesem Element, das dieses Mega-Menü ausgelöst hat, solange soll das auch sichtbar sein, das Mega-Menü, weil es kann sein, der Benutzer braucht längere Zeit, um jetzt den entsprechenden Eintrag auszuwählen. Oder bis der Benutzer ihn entfernt oder die Information nicht länger gültig ist, dann darf es auch wieder weggehen. Es darf auf keinen Fall hier einen Timeout geben, weil sonst würde der Benutzer eventuell rausfliegen und er kann eben dieses Mega-Menü sonst nicht bedienen. Hier wurde es richtig gemacht. Wenn Sie jetzt hier auf der Seite der Stadt Stuttgart sind, dann auf Bürgerservice gehen, auf Rathaus, dann kommt eben dieses Mega-Menü und dann gibt es hier Untereinträge und jetzt können Sie mit dem Zeiger hier drüber gehen und es verschwindet nicht. Es verschwindet erst, wenn Sie jetzt entweder mit dem Mauszeiger dieses Mega-Menü verlassen oder wenn Sie auf einen Link im Mega-Menü klicken. Und es lässt sich auch wieder schließen, indem man den Mauszeiger wegfährt. Und es gibt kein Timeout dafür. Also wurden alle drei Bedingungen erfüllt hier. Das war Richtlinie 1.4 unterscheidbar aus der Reihe REMAX Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien in Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter gpii.eu/WCAG 2.1 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.